Herzlich willkommen zurück in einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Koppelmon. Wir sitzen hier gerade in so einer Ruine, da ist wieder so ein dunkler Turm. In der letzten Episode haben wir ein paar Katakomben erkundet, meine ich natürlich. Und da hat es mir nicht so gefallen, aber jetzt geht's weiter mit der Reise. Hier ist nämlich so eine Brücke, oder ist wieder eine Schlucht, meine Güte, ey. Irgendwelche Entwicklungssteine? Nein. So, was ich sagen wollte, hier ist so eine Art Brücke. Da gehen wir mal rüber auf die andere Insel, die angrenzt. Und vielleicht erwartet uns da ja irgendwas, was wir noch nicht kennen. Da oben ist zum Beispiel irgend so ein verfallenes Gebäude auch. Das gucken wir uns doch direkt mal an. Der Hoffnung, dass da nicht gleich wieder ein Dungeon drunter ist. Ich hätte gerne einfach mal nur ein Gebäude und nicht immer gleich 3 Kilometer Dungeon darunter. Aber gut. So, was bist du? Bist du etwas Lootbares sozusagen oder bist du nur Zierde? Scheint mir nur Zierde zu sein. Dann lassen wir es doch auch mal Zierde sein. So, wir gehen weiter. Da ist nichts drunter. Oh, gelbe Aprikokos. Ich habe es eben noch, ich glaube es war in der letzten Aufnahme, in der letzten Folge gesagt, dass wir auch gelbe brauchen. Und unsere Gebiete wurden erhöht. Wunderschön. So, ich gucke einmal schnell in diese Höhle rein. Vielleicht finden wir da ja wieder irgendwelche Steine, die wir brauchen. Ah, ich wollte gerade sagen, ja, aber es war in Anführungsstrichen nur Emerald. So, da steht alles unter Wasser. Da gehe ich jetzt nicht hin, weil, ja, nee. So, jetzt ist inzwischen auch dunkel. Dann legen wir uns doch mal hin. Und holen uns mal eine Mütze voll Schlaf ab, um die Reise fortzusetzen. So, wir sind jetzt hier auf dieser Insel. Wunderbar. Und wir wollten jetzt... Vielleicht erkunden wir die Insel einmal kurz, so ein Schwenk hier laufen. Und dann gehen wir darüber auf die andere Insel. Ich denke, das kann man mal machen. Wer weiß, was uns sonst an Pokémon durch die Lappen... Einmal hier den Rucksack wieder. Da sind blaue Aprikokos, weiße, gelbe, schwarze und ein Sapling. Und ganz viele Steine, die wir mal gar nicht brauchen, die ich einfach mal wegwerfe. So. Ja, wenn wir dann zwischendurch gleich mal wieder einen Lagerplatz aufschlagen, dann können wir auch wirklich mal vielleicht einfach ein paar Aprikokos craften. Oh, was bist du? Leuchtstein. Ah, Leuchtstein haben wir, glaube ich, auch schon, ne? Ich hatte ganz kurz die Hoffnung, das wäre ein Donnerstein. Dem war aber nicht so. Ja, Leuchtsteine haben wir schon zu Genüge. Egal. Wer weiß, was wir noch alles brauchen. Ich habe gar nicht so gerade im Kopf, ob wir Pokémon haben, vielleicht, die man mit Leuchtstein entwickeln kann. Irgendwas bestimmt. Und hier ist wieder so eine schöne Ebene. Da finden wir bestimmt auch wieder ganz viele Pokémon. Aber ich glaube, so Ebenen-Pokémon haben wir inzwischen schon eine ganze Menge. Wir haben ja sehr viel Zeit auf Ebene zugebracht. Da geht es wieder tief runter. Ja, es sind immer die gleichen. Nivoli, Cholo haben wir auch schon. Gehen wir einmal hier rein. Nix. Kleinsteine haben wir schon. Tauboga haben wir. Smetbo haben wir. Okay, wer weiß, vielleicht trainieren wir einfach mal wieder kurz. Ich schau mal, unser...
Na, fangen wir mal mit Pikachu an. Pikachu gegen Smetbo. Und gib mal einen Elektroball. Und nochmal ein Elektroball. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Pikachu, das hast du gut gemacht. Pikachu stieg auf Level 37. Wuff. So, hier das Sesokids. Du bist das nächste. Nein. Nächstes ist hier unser Tauboga da. Beweg dich mal nicht so viel. Ich wollte gerade sagen, dann klappt das wieder nicht mit dem Kampf aktivieren. Sehr gut, Pikachu. So, jetzt haben wir hier grüne Aprikokos. Nehmen wir auch mit. Selbstverständlich nehmen wir die mit. Leider kein Setzling mit dabei gewesen. Egal. Schöne Insel hier so, ne? Also eine kleine Insel, bisschen hügelig. In der Mitte eine große Ebene. Also, wenn ich jetzt kein Nomade wäre, würde ich mir hier ein Haus bauen. So, Pikachu. Genau, nimm dir mal das Volley vor. Und das Sesokids muss leider auch dran glauben. Also hoffe ich zumindest. Ah, das macht es einem schwerer. Und jetzt müssen wir nämlich wieder auswechseln. Dann nehmen wir doch mal als nächstes hier das Tengulis. Das müssen wir auch trainieren. Unser lang ersehntes Pflanze-Pokémon. Und machen wir hier einen Windschnitt. Jawohl. Wunderschön. So, weiter geht's. Unser Pikachu natürlich angeschlagen, aber vielleicht bleiben wir einfach mal bei Tengulist. Auch das müssen wir trainieren. Und machen mal eine Finte. Oh, Finte war nicht. Oh, doch, Finte war gut. Dann ein Megasauger. HP wieder auffüllen. Da hat das Tauboga was gegen. Nochmal. Oh, das hat gewechselt. Wie fies. Ladungsstoß. Jetzt bist du dran. Ich finde es immer fies, dass das Pikachu dann keine Erfahrung bekommt. Obwohl es gekämpft hat, armes Pikachu. So, ja. Hier, 5 Eisen. Noch mehr Eisen. Wie ich in der letzten Aufnahme gesagt habe, ich entscheide das völlig spontan und random, ob ich Eisen und Kupfer mitnehme, denn eigentlich haben wir genug. Und dann nehme ich ab und zu mal ein bisschen was mit. Und wenn ich dann auch mal was da lasse, was nicht mitnehme, dann nicht wundern. Das heißt nicht, dass ich das übersehen habe oder so. Das heißt einfach nur, dass wir den ganzen Kladderadatsch eigentlich gar nicht brauchen. Denn was Metalle und so angeht, haben wir wirklich mehr als genug. Für unsere Zwecke wohlgemerkt. Man kann sonst natürlich nie genug haben. So, jetzt hier dieses Fermicooler. Zwischendurch darf Glurak auch mal. Guck mal, das lässt sogar Eisen fallen. Das ist eine sehr, sehr dunkle Felsspalte. Und das ist alles hier ganz schön hoch. So, ich will mal einmal kurz hier irgendwo mal ein bisschen hochklettern. Der geübte Zuschauer weiß warum. Ich möchte einfach mal wieder einen Screenshot machen. So, viele Pokémon auf dieser Ebene.
Jetzt haben wir natürlich unseren Gleiter. Wunderbar. So, und eigentlich müssten wir zwischendurch mal wieder Pokémon heilen, aber das mache ich jetzt hier mal nicht, weil ich jetzt hier nicht wesentlich länger verweilen will. Wir gehen jetzt hier mal weiter auf diese Insel. Und gucken mal, ob da im Wald vielleicht irgendwas zu finden ist. Also wie gesagt, wir wollen ja so langsam, aber sicher ein bisschen zügiger mal wieder nach Hause reisen. Und wenn wir jetzt auf jeder Ebene, wo wir immer nur die gleichen Pokémon finden, anhalten, dann bringt uns das ja auch alles nicht weiter. Also weiter geht's. Und jetzt haben wir hier eine, ja, Schlucht. Da würde ich jetzt natürlich mal den Gleiter nutzen. Wenn wir den schon haben, dann gleiten wir einfach mal da hinten rüber. Hui, yay. Also die Gleitermod finde ich tatsächlich ganz cool. Die hilft uns doch schon ein gutes Stück weiter und ich finde das jetzt auch nicht zu overpowered. Ist jetzt nicht so, als wenn wir hier mit Kreativflugmodus rumrennen, sondern wir können einfach mal kleinere Distanzen so ein bisschen überbrücken und ich denke, das ist vollkommen okay. Gut, so jetzt ist hier wieder, das ist alles sehr hügelig hier. Wir müssen immer klettern, klettern, klettern. Jetzt haben wir hier einen Birkenwald. Ne, hier ist einfach Wald. Okay. Hier ist jetzt gerade nicht viel Spannendes in diesem Wald. Irgendwie ist gerade so gar keine Pokémon. Was ist denn da wohl los? Hallo Pokémon? Pokémon? Da hinten ist ein Lavafluss, ein Lavastrom. Oh, ein Wegschrein. Nehmen wir. Die Frage ist, warum steht der hier? Meistens ist denn ja irgendwas in der Nähe. Habe ich hier irgendwas übersehen? Oder ist der einfach hier so völlig random gespawnt? Also irgendwie sehe ich hier jetzt nichts. Vielleicht unterirdisch, aber ich möchte mich jetzt nicht runtergraben. Wir nehmen den einfach mal mit. Gibt es da auch einen Wegschrein oder einen Wegpunkt? Wegstein eigentlich. Ich sage das immer falsch. Die Mod heißt ja Waystones. Not Waypoints. Und jetzt geht hier gerade die Sonne unter. Und ich stelle mal ganz kurz, bevor wir uns schlafen legen, hier bei diesem großen Baum unser Equipment auf. Und leg mich dann schlafen unter diesem Baum hier. In der dunklen Nacht. Da sind wir wieder. Oh, da hinten ist ein Pokémon, was wir, glaube ich, noch nicht haben. Gerade den Namen vergessen. Käfer-Pokémon. Wer bist du nochmal? Zierputzel. Ich glaube doch, dass wir das schon haben, aber. Ja, nix. Frage ist, was machen wir jetzt mit dem? Ich glaube, ich versuche mal tatsächlich das direkt zu fangen. Okay. Das scheint auch geklappt zu haben. Wunderbar. Wenn wir unter diesem großen Baum schon unser Lager haben, dann machen wir nämlich auch noch mal was anderes. Nein, das brauche ich. Hier das. Und dann holen wir uns einfach mal hier unsere ganzen Aprikokos, bisschen Eisen, Kupfer, Gold. Und das kann rein, das kann rein. Alles, was wir nicht brauchen, kommt schon mal weg. Das kann weg. So.
Hyperball. Die können wir auf jeden Fall schon mal jetzt hier craften. Einundvierzig. Superbälle, sind die drin? Oh, wir haben kaum rote, fällt mir gerade auf. Das wusste ich gar nicht. Aber für ein paar reicht es. Zack, haben wir auch wieder ein paar. Okay, so, was haben wir denn noch? Wofür braucht man denn noch die grüne? Finsterbälle war das, glaube ich, ne? Da fehlen uns die schwarzen jetzt. Quickball. Die können wir doch auch nochmal machen. Das schadet nicht. Zack. Ja. Fürs Erste sind wir dann wieder versorgt. Ich gehe mal die restlichen hier rein. Wunderbar. Achso, hier haben wir noch Schwarzpulver. Das brauchen wir jetzt auch nicht. So. Wir fahren mal kurz so ein bisschen auf dieser Ebene. Gucken uns mal so ein bisschen um. Vielleicht spawnt hier ja irgendwas Cooles. Aber da das wieder eine ganz normale Ebene ist, wahrscheinlich nichts anderes, als was wir schon kennen. Ach, Pferde ist cool. Pferde sind leider keine Pokémon. Ist mal wieder eine Schlucht, ja. Hä? Ich erwähnt, dass ich Höhenangst habe. Hier können wir mal kurz eben runter gucken. Kohle. Immer noch Kohle, bisschen Kupfer. Nichts wirklich Spannendes. Schade. Screenshots gemacht. Ja, ich würde sagen, wir können dann eigentlich weitergehen. Pokémon sind geheilt. Wir sammeln mal wieder ein. Und wir gehen da nach Norden. Da ist die Brücke und setzen die Reise fort und gucken mal, was uns denn da drüben auf dieser Insel erwartet. Da hinten sehe ich schon Häuser. Da war das Dorf, glaube ich. Ist die Frage, da ist ein Wegpunkt. Ich hoffe, der gehört nicht zu dem Dorf. Aber nee, auf der Karte sieht das jetzt nicht so aus, als wenn wir da schon waren. Dann hätten wir da, glaube ich, mehr aufgedeckt gehabt. Und dann können wir hier oben mal rumgehen. Da ist noch irgendwas. Und da waren wir überall schon. Dann können wir vielleicht so noch so einen Schwenk machen. Und dann einen bekannten Weg zurück antreten. Diese Brücken finde ich eigentlich ganz cool, dass hier überall in der Landschaft über solche Flüsse fallende Brücken sitzen. Oh, da ist noch so ein Haus. Da waren wir auch noch nicht. Das nehmen wir doch mal mit. Hier drin ist nichts. Schade. So, Gleiter. Irgendwas stirbt unter uns.
Ja, sind ganz normale Dorfbewohner drin, keine Pillager. Das klingt doch ganz gut. Und ich würde sagen, in das Haus gehen wir dann aber in der nächsten Folge. Wir haben schon wieder die Zeit voll. Vielen Dank, dass ihr zuschaut. Und wenn euch der Part gefallen hat, auch wenn jetzt nicht viel passiert ist, lasst vielleicht trotzdem gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.